Ja, ich freue mich, dass unser Tag der offenen Tür heute so eine große Resonanz findet. Wir veranstalten den ja alle 2 Jahre und das ist schon eine gute Tradition hier bei uns an der Schule geworden. Und es ist immer wieder erstaunlich, welche Kreativität unsere Schülerinnen und Schüler und auch unsere Kolleginnen, unsere Lehrer hier an den Tag legen und Dinge hier präsentieren, die in dem alltäglichen Schulbetrieb doch manchmal etwas kurz kommen. Und manchmal werden an solchen Tagen auch richtige Talente entdeckt. Ich durfte gerade eine Theatervorstellung sehen. Da war ich sehr angetan von einigen Beiträgen. Also der Tag der offenen Tür ist ein bunter Strauß von Aktivitäten, von Präsentationen, von Schülern, der, wie gesagt, auch ja, so ein bisschen die Kreativität unserer Schülerinnen und Schüler fördert. Und über die Resonanz jetzt bin ich sehr erfreut. Es ist hier draußen kein Parkplatz mehr zu finden und die Räume der Schule sind alle gut gefüllt. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die jetzt zu dem Gelingen dieses Tages beigetragen haben. Das kann eine Schulleitung nicht alleine, da sind ganz viele helfende Hände nötig, angefangen von unserem Hausmeister, unserem Sekretariat, die organisatorisch da sehr unterstützen und dann unsere Arbeitsgruppe, die das gut vorbereitet hat, mit Herrn Amlung an der Spitze und Frau Zerr. Und unserem Förderverein Schulelternbeirat, die das Ganze auch logistisch unterstützen, finanziell unterstützen, die jetzt auch dafür sorgen, dass die Besucher ja nicht nur geistige Kost bekommen, sondern auch etwas zu essen bekommen und auch Getränke und Kaffee und Kuchen. Das ist ganz schön, denn bei der Vielzahl der Eindrücke, die man hier mitnehmen kann, muss es auch einen Punkt mal geben, wo man sich hinsetzen kann und mal bei einer Tasse Kaffee etwas entspannen kann. Und ich denke, das machen unsere Damen und Herren vom Schulförderverein und vom Schulelternbeirat sehr gut. Insgesamt denke ich, ist dieser Tag der offenen Tür ein gutes Spiegelbild der Aktivitäten unserer Schule. Und ich freue mich, dass das so gut ankommt. Und ich hoffe, dass diese Tradition auch fortgesetzt wird. Vielen Dank.